7, vorwärts. 5, 6, alle klatschen. Im Kurs von Ralf Knobloch in Kunzhagen bei Kiel geht es richtig zur Sache. Die Seniorinnen und Senioren schwingen nicht nur das Tanzbein, sondern auch die Rollatoren. Das Besondere daran ist, alles, was wir tanzen, ist immer so gemacht, dass es auch für den Rollator tauglich ist. Also alles, was wir machen, ist auch mit dem Rollator tanzbar. Und einen Fuß zur Seite. Seite und dann. Und. Der Rollator mag sehr gerne drehen. Er dreht sich spielend. Was er nicht mag, sind Seitwärtsbewegungen. Das heißt, ich choreografiere alle Tänze, die wir haben, so um, dass mehrfache Seitwärtsbewegungen daraus sind. Ralf Knobloch ist Trainer aus Leidenschaft, hat seine eigene Tanzschule. Vor 15 Jahren machte er eine Zusatzausbildung zum Rollator-Tanzlehrer. Und das kommt gut an. Pro Woche bewegt Knobloch insgesamt rund 100 ältere Menschen. Toll, einfach. Das ist die schönste Stunde von der ganzen Woche. Die Bewegung und der Rhythmus, die Musik. Ich liebe Musik sowieso. Es ist schon lustig, ja. Und Herr Knobloch macht das exzellent. Doch das Schwurfen übers Parkett ist nicht nur Spaß, sondern kann auch ziemlich anstrengend sein. Oder? Was? Ist schwer? Ehrlich? Und ich habe gedacht, ich mache was Leichtes zwischendurch, weißt du. Die Anstrengung nehmen die Seniorinnen gerne in Kauf. Meinen Füßen geht es dann immer besser nach dieser Stunde und das hält den ganzen Tag an. Und ich vergesse den Schmerz beim Tanzen. Ich habe ja Rückenbeschwerden, Schulterbeschwerden, alles Mögliche. Und seitdem ich das mit dem Tanzen mache, kann ich mich sehr viel besser bewegen. Positiver Nebeneffekt, Rollator-Tanzen reduziert die Sturzgefahr, stärkt Muskeln und Knochen, senkt den Blutzuckerspiegel und beugt vielen Krankheiten vor. Die Senioren, die eigentlich davor, bevor sie angefangen haben, schon gesagt haben, jetzt ist vorbei, wenn der Rollator einmal da ist, ist nichts mehr. Da kommt ganz besonders viel zurück, weil sie plötzlich merken, trotz des Rollators können sie das, was sie ihr Leben lang gemacht haben, nämlich zu tanzen, doch wieder machen. Wissenschaftliche Studien belegen übrigens, Tanzen reduziert das Risiko, an einer Demenz zu erkranken. Als wir die Pandemie nun leider hatten, durften wir ja nicht tanzen. Alle haben sie gelitten. Also körperlich, geistig haben sie abgebaut und das kommt jetzt wieder nach und nach. Und das ist das eindeutige Indiz dafür, dass es unabdingbar ist. Es muss sein, ja. Weitere Kurse stehen bereits in den Startlöchern. Knobloch hofft so, immer mehr Seniorinnen und Senioren für das Tanzen zu begeistern.